Sal. Hab jetzt mal für TikTok aufgenommen, den A101. Da müsstet ihr dann mal auf meinen TikTok-Kanal gehen. Und dort habe ich alle Preise gefilmt. Zum Strand. Ich bin hier gerade mal für TikTok einmal zum Springbrunnen gegangen und hier an dem Grab vorbei. Oh mein Gott, das stinkt so nach Chlor, das Ding. Wahnsinn, bis hier hinten hin. Ich habe gerade bei TikTok auch schon gesagt, es gibt hier gar nicht mehr so viele Katzen wie früher. Hier waren richtig viele immer, aber leider nicht im Moment. Ein paar, ja, aber wirklich nicht so viele wie sonst. Da liegen kleine Babys drin, glaube ich. Ich glaube, das ist eine kleine. Da glaube ich auch eine kleine graue. Nee, da ist keine drin, nur da. Guck mal. Sind die nicht zuckersüß? Oh mein Gott. Tja, hoffentlich schaffen die das, ne? Mann. Noch richtig klein alle. Drücken. Ja, das machen ganz viele hier, dass die hier Sport machen.
aber ich nicht, ne? Bin jetzt hier nur mal fürs Video hoch. Aber schon schön hier am Strand, wenn es ein bisschen kühler ist, auf jeden Fall. Ich werde gleich noch mal einkaufen gehen ein bisschen. Und dann auch nach Hause. Meine Fersen sind besser als mit den anderen Schuhen. Weh, ja, aber besser. Nur die armen kleinen Kätzchen, ne? Hoffentlich schaffen die das. Das eine sah schon recht still aus, ne? Was so abseits von der Mama saß. Ich wollte noch Geld tauschen, ne? Das haben wir, glaube ich, gar nicht gemacht. Das muss ich noch mal machen. Gehen wir gleich mal da zurück. Vielleicht den anderen Berg nach oben.
Ist gefallen. 35, 65 habe ich getauscht. Das ist nicht so gut. Leider. Naja, egal. Ich hätte tatsächlich noch 300 Täler oder so gehabt. Hätte jetzt wahrscheinlich auch erst noch mal gereicht, aber ja. Besser, ich habe lieber ein bisschen mehr in der Tasche. Ich habe 50 Euro jetzt gewechselt und jetzt gehe ich einfach irgendwo hier hoch. Ich glaube, ich gehe hier lang. Hundefutter ist immer noch nicht im Transfer, ne? Also es nervt mich gerade ein bisschen. Hoffentlich. Ich hatte auch überlegt, ob ich nicht nochmal zwei Säcke bestelle, weil ich habe heute den vorletzten Sack geöffnet und könnte knapp werden. Ich hätte lieber mehr bestellen sollen. Ärgere mich gerade ein bisschen. Mal schauen. Vielleicht bestelle ich nochmal zwei hinterher. Wenn die dann mal in die Lieferung gehen würden, wäre mir schon mal wohler. Nicht, dass die das jetzt nicht vorher haben würden und das dann ewig dauert. Aber ich habe das schon öfters, dass die Säcke nicht haben. Ansonsten muss ich hier irgendwo in den Märkten nochmal zwei Säcke holen oder drei. Ja, so ist das. Ja, die Lehre ist gefallen. Ne? Die war auf 37, jetzt ist sie 35,65. Das macht immer ganz schön viel aus, finde ich.